Willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Das würde mich sehr freuen. Wir sind hier im Rubinsee. Komm nicht näher. Wir sind hier im Rubinsee, neues Gebiet. Beim letzten Mal konnten wir ihn ja betreten. Und wir sollen Ausschau halten. Wir machen mit Hauptstory weiter. Und ich sehe schon da hinten, wahrscheinlich halten wir Ausschau noch den Leuten da vorne. Hey, wie ich gehört habe, seid ihr meinen Jungs gegenüber nicht gerade kooperativ. Ich weiß schon, dass ihr die Konföderation nicht gerne seht, aber wer den Rubinzoll nicht bezahlt, für dessen Sicherheit können wir leider keine Garantie übernehmen. Werd bloß nicht frech, das wird dir sonst leid tun. Bisher haben wir bei euch ein Auge zugedrückt. Aber das kann sich schnell ändern, wenn ihr euch als nerviges Geschmeiß erweist. Die Statthalterin ist ohnehin nicht allzu gut auf euch Piraten zu sprechen. Ein Angriff auf eines unserer Schiffe wäre bestimmt ein willkommener Grund, gegen euch vorzugehen. Na, wenn eure Schutzherrin so mächtig ist, kann es euch doch erst recht nicht schwerfallen, ein paar Münzen locker zu machen. Wir haben weder Zeit noch Lust, uns länger mit euch herumzuärgern. Volle Fahrt voraus! Mit den Galeanen ist es doch überall gleich. Für sie teilt sich die ganze Welt, in sie selbst als Herrscher und alle anderen als Beherrschte. Na, wer zahlt schon gerne Zollgebühren? Trotzdem müssten sie ja nicht gleich so gereizt reagieren. Ich stamme zwar aus Hengashi, aber der Konföderation gehören auch viele Domana an. Das ist der Statthalterin von Doma ein Dorn im Auge. Sie will mit allen Mitteln verhindern, dass wir den Galeanen, die ihre Macht sichern, in die Quere kommen. Um uns einen Maulkorb zu verpassen, droht sie uns mit Krieg. Und warum dienen die Kuchin den Galeanen? Werden sie auch unter Druck gesetzt? Ich glaube, sie wollen einfach auf der Siegerseite stehen. Sie sind Söldner, die sich vom Widerstand keinen großen Gewinn versprechen. Soroban kann es euch bestimmt besser erklären, falls er sich blicken lässt. Warum lasst ihr die Galea so mit euch umspringen? Warum seht ihr tatenlos zu, wie sie die Heimat eurer domanischen Freunde unterdrücken? Warum wehrt ihr euch nicht? Immer mit der Ruhe. Ihr seid also Unterstützer des domanischen Widerstands? Der hat sich doch selbst nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und wir sind nicht so blöd, uns mit der weit überlegenen Kampfkraft des Kaiserreichs anzulegen. Unsere Gefährten aus Doma haben ihre Heimat den Rücken gekehrt und mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen. Was in Doma geschieht, geht uns nichts an. Ein Problem für uns ist eher, dass unsere Existenzgrundlage bedroht ist. Wenn das so weitergeht, wird unser Kapitän bald entscheiden müssen, ob wir uns den Galeanen unterwerfen oder Widerstand leisten. Unterdessen setzt die Statthalterin von Doma ihre Säuberungsaktion fort, um potenzielle Aufrührer auszuschalten. Mittlerweile hat sie schon die Fischerdörfer an der Küste erreicht. Diese Hexe schreckt vor keiner Untat zurück. Ihrem Treiben muss Einhalt geboten werden. Los, lasst uns möglichst schnell das Meer überqueren und den Dorfbewohnern helfen. Schnappen wir uns Soroban und segeln los. Los, sag den anderen, dass die hier bezahlt haben. Lass sie passieren.
Sehr gut. Dann können wir jetzt über die Rubinsee. Aber jetzt müssen wir Sorobahn suchen. Alles klar. Und dafür dürfen wir wieder komplett zurück. Es gibt ja keinen Etheriten. Also keinerlei Teleportationsmöglichkeiten. Zumindest aktuell noch nicht. Was ein bisschen ätzend ist, das heißt, man muss jetzt ziemlich viel laufen. Aber ja. Ist halt leider so. Bisschen ätzend, finde ich. Wir bekommen ersten Ätheriten zum Teleportieren, wenn wir komplett hier übers Meer geschwommen sind. Oder gesegelt, wie auch immer wir da jetzt rüberkommen. Dort haben wir dann Ätheriten. Ah, verdammt. Okay. Sehr gut, Soroban. Dann bringen wir uns doch mal rüber. An der Küste von Otard. Okay. Dann dürfen wir jetzt nochmal mit den Piraten sprechen. Muss nicht sein, wir wollen nichts kaufen, danke fürs Angebot. Und jetzt wollen wir mit Soroban sprechen, der uns nämlich... Okay. Das würde etwas mehr wehtun. Der uns jetzt rüberbringt. Ja, du musst die Akku verlieren, oder? Ja, nice. Ja, wir sind bereit. Okay, wo genau sind wir jetzt? Einmal kurz die Map abchecken. Ah, wir sind da drüben jetzt. Holy shit. Okay, wir sind echt noch ein Stück entfernt, weil ich dachte, wir landen jetzt da, wo der Etherit ist, aber wir sind ganz woanders. Holy shit. Okay.
Okay. Das heißt, wir versuchen jetzt etwas unentdeckter zu bleiben. Aber die Zwischensequenz geht weiter. Ja gut, das sieht nicht geil aus für uns. Mit so vielen Galeanen. Das Dorf wird ungewöhnlich stark bewacht. Selbst wenn man bedenkt, dass ein Aufstand stattgefunden hat. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, ich war lange nicht mehr hier. Aber das erscheint mir auch ungewöhnlich. Hoffentlich bedeutet es, dass wir noch nicht zu spät sind. Hey, da kommt jemand. Oh, da ist sie. Unsere Erzfeindin. Die schändliche Statthalterin Yotsuyu, die Doma verraten und verkauft hat. Yotsuyu, die beim letzten Aufstand mit den Galeanen kooperiert hat. Und da, der Hühne hinter ihr. Den kennen wir doch. Ah, was für ein erbärmliches Dorf. Die Armut widert mich an. Von dem Gestank nach fauligem Fisch wird mir ganz übel. Warum fürchtet ihr euch so sehr? In den letzten 25 Jahren galeischer Herrschaft ist es euch doch gar nicht so schlecht ergangen. Es ist besser, sich dem Wind zu beugen, als von ihm gebrochen zu werden. Nur so könnt ihr hoffen, zu eurem jämmerlichen Leben zurückzukehren. Doch zuvor muss ich mich vergewissern, dass ihr Hungerleider mir gegenüber loyal seid. Habt ihr eine Idee, wie wir das anstellen könnten? Heute Morgen wurde dieser Mann aufgegriffen. Ist er nicht ein Bewohner dieses Dorfes? Wollte er etwa nach Kugane abhauen? Nun, hat es euch etwa die Sprache verschlagen? Gibt es niemanden, der für euch sprechen will? Also wir schwören dem galeischen Kaiserreich bedingungslose Treue. Wir werden uns keinem Befehl widersetzen. Ah, schön gesagt. Dann wollen wir doch mal sehen, ob du deine Worte ernst meinst. Töte den Verräter. Sein Fluchtversuch ist Beweis seiner Schuld. Welch gute Gelegenheit, seine Treue zu demonstrieren. Ich muss an meine Familie denken. Es tut mir so leid. Ah, sehr schön. Du gefällst mir. Als nächstes tötest du die beiden Alten. Für hungrige Mäuler, die nicht mehr arbeiten können, hat das Kaiserreich keine Verwendung. Aber... das sind meine Eltern. Das kann ich doch nicht tun. Alles. Nur das nicht. Wartet! Egal wie stark ihr seid, ihr bringt die Dorfbewohner in Gefahr. Sie könnten als Geißeln genommen werden. Außerdem, wenn wir unvorsichtig sind und die Aufmerksamkeit der Galea auf uns ziehen, wird es noch schwieriger, den Widerstand zu kontaktieren. Ganz zu schweigen von den Strafmaßnahmen, die die Dorfbewohner erdulden müssten. Versucht nicht, mich aufzuhalten. Ich werde dieser Hexe hier und jetzt Einhalt gebieten. Ich bin ein Samurai
und habe für den Widerstand gekämpft. Wenn ich mich ihnen stelle, werden sie sich erst einmal mit mir beschäftigen. Ich habe keine Angst davor, gefangen und gefoltert zu werden. In der Zwischenzeit wird euch schon etwas einfallen. Sie werden es nicht bei der Folter belassen. Dein Leben steht auf dem Spiel. Und wenn du hier stirbst, wirst du nichts mehr für die Befreiung Domas tun können. Sollte mich hier mein Schicksal ereilen, bin ich bereit zu sterben. Doch ich glaube nicht, dass dieser Tag gekommen ist. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich gefangen genommen werde. Redest du von Kugane? Das hier ist viel ernster. Ich will nicht noch einen Gefährten verlieren. Lise, das möchte keiner von uns. Aber die Trauer darf uns nicht lähmen. Wir sollten nach vorne blicken. Gusetsu, tu, was du tun musst. Damit werden wir zumindest etwas Zeit gewinnen. Versprich uns nur, dass du dem Tod aus dem Weg gehst. Ha, keine Sorge. Mir passiert schon nichts. Geh zu dem Turm im Nordosten und such dort nach Hilfe. Dann mal los. Warum müssen alle Domana immer so unvernünftig sein? Moral hin oder her, Tod kann niemand etwas bewirken. Schalte ein, Yotsuyu! Oh, sieh an. Da ist uns ja ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Yotsuyu, tu diesen Leuten kein Leid mehr an. Verschone sie! Dann ergebe ich mich. Sonst wirst du und deine Soldaten meine Klinge zu spüren bekommen. Nehmt ihn fest. Wir werden ihn im Gasthaus verhören. Das war eine geile Zwischensequenz insgesamt auf jeden Fall. Okay, oh Alter, ich muss da rüber. Okay, ja, dann schwimmen wir mal, ne? Alter, ist das weit. Ja, Gusetsu wurde jetzt gefangen genommen. Das heißt, früher oder später wird es wahrscheinlich unsere Aufgabe sein, ihn natürlich wieder zu befreien. Wäre ja nicht das erste Mal. Aber... ja, hätte er nicht eingegriffen, ne, wäre das Ganze... also es wäre auf jeden Fall viel, viel schlimmer ausgegangen, die ganze Situation. Somit durchaus nachvollziehbar an dieser Stelle. So, wir sind zu irgendeinem Turm. Ich sehe halt noch nichts, es ist halt dunkel. Sieht aber gut aus. Sehr nice. Das sind die zwei.
Eieiei. Okay, dann fighten wir mal gegen diese Walross-ähnlichen Viecher. Okay, weiter geht's. Aber bitte lasst ihr mich in Ruhe wenigstens. Ich möchte einfach nur vorbei. Okay, dann mal weiter zum Richtung Turm. Wo ist denn der Turm? Ah, da. Alter, krasses Ding auf jeden Fall. Holy shit. Aber wir sind wohl bald in der Nähe. Nice, vom Ätheriten. Das ist doch sehr gut überlegt, da jetzt zuerst hinzugehen, um ehrlich zu sein. Da ich ja nicht weiß, wo uns... wo uns die Quest jetzt hinbringt, wenn wir sie abgeben. Mal schauen, ob wir das dürfen. Sieht aber gut aus. Dann werden wir uns erstmal den Ätheriten schnappen. Sehr gut. Alles klar. Dann würde ich an der Stelle jetzt aber die Folge beenden. War eine sehr, sehr gute Folge. Schön Fortschritt gemacht. Wir haben jetzt noch ein bisschen einiges erkundet und noch ein bisschen was gesehen und auch erfahren. Beim nächsten Mal werden wir hier mit Lisa sprechen, die Quest abgeben und schauen, wie es dann weitergeht. Gut, das war es soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen, das würde mich sehr freuen. Ansonsten war es soweit von mir, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!